Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit einem iPhone oder einem iPad Zugriff auf Ihre Daten auf der Nextcloud haben. Dazu installieren wir uns zunächst einmal die Nextcloud App aus dem App Store. Also öffnen wir jetzt mal den App Store. Genau. Und suchen nach der Nextcloud App. Next. Cloud, da haben wir es ja auch schon, ganz oben. Genau. Und die installieren wir uns jetzt einfach mal. So. Wunderbar. Und jetzt können wir es ja auch gleich öffnen. So. Und ja, das erlauben wir am besten gleich. Warum auch nicht? Gut, melden wir uns mal an. Dazu gehen wir hier auf Anmelden und geben hier oben, das sieht man ein bisschen schlecht, unter Serveradresse, da kann man tatsächlich draufklicken, geben wir dann mal die Adresse unseres Nextcloud-Servers an, also hier in diesem Beispiel ncdemo.dnshome.de. Und melden uns da mal an. Wir wollen uns tatsächlich anmelden. Mit unserem Benutzernamen. Wunderbar. So. Jetzt gewähren wir Zugriff für die Nextcloud App. Das machen wir. Und damit haben wir tatsächlich Zugriff auf die Nextcloud-App. Wir können auf Dateien unseres Accounts zugreifen. Gehen wir hier mal in die Kachelansicht. Genau, also hier nehmen wir die Fotos. Oder wir können auf Dokumente zugreifen. Zum Beispiel hier diesen Beispieltext. Und können den bei Bedarf mit Collabora bearbeiten. So, wunderbar. Das mit dem Bearbeiten ist immer so eine Sache. Dazu klicke ich hier auf diesen blauen Stift. Und Sie sehen es, jetzt klappt sich die Tastatur auf. Ich persönlich bearbeite die Dokumente eher nicht mit dem Handy oder mit einem Tablet. Liegt daran, dass ich keine USB-Tastatur habe. Und wenn hier die Tastatur aufgeklappt wird, dann wird es natürlich umständlich. Also insofern, kleiner Test vielleicht noch. Sie sehen, es funktioniert, aber ja, ob man es dann tatsächlich so machen möchte, ist eine andere Sache. Speichern müssen wir nicht, einfach auf hier schließen, das Kreuz, und dann ist die Datei auch gleich abgespeichert. Gut, soweit dazu. Jetzt wollen wir natürlich auch auf unsere Kalenderdaten zugreifen. Ich schließe mal ganz kurz die Anwendung wieder. Das macht man bei den Apple-Geräten so, indem man auf die Nextcloud mithilfe eines Browsers geht, entweder Firefox oder von mir aus auch Safari. Ich nehme jetzt hier mal Safari, weil die meisten, denke ich mal, den Firefox nicht installiert haben. So, gehen wir also wieder auf ncdemo.dnshome.de, also in diesem Beispiel. Hier müssen wir uns natürlich auch wieder anmelden. Passwort speichere ich natürlich nicht. Wunderbar. Hier sieht man schon, also es sind bereits Kalendereinträge vorhanden, die mit mir geteilt wurden. Und auch beim Adressbuch, gehen wir zunächst mal ins Adressbuch, da sind auch schon ein paar Einträge drin. Genau.
Und wenn ich jetzt das Adressbuch teilen möchte, dann schiebe ich also hier erstmal die linke Spalte so ein bisschen nach oben, gehe auf Einstellungen und schiebe es dann schon ein bisschen nach oben, kann dann hier das Adressbuch teilen. Das mache ich jetzt einfach mal. Genau, gehe mal hier auf dieses Drei-Punkte-Menü bei Kollegen und dort auf Link kopieren. Und jetzt wird mal hier oben rechts schon angezeigt, dass der Link in die Zwischenablage kopiert wurde. Und jetzt gehe ich mal in die Einstellungen von meinem iPad, also Einstellungen, und gehe dort in Kontakte, genau, und dort auf Accounts. Und jetzt füge ich meinen Account hinzu. So, der ist ja natürlich nicht aufgeführt, gehe ich also auf anderen Account. Und hier bei Kontakten nämlich CardDAV Account hinzufügen, also das hier. Und hier kopiere ich genau das rein, was wir vorhin in die Zwischenablage kopiert haben. Da tippe ich einfach nochmal drauf, sage einsetzen und schon ist das hier eingesetzt. Jetzt gehe ich auf den Benutzernamen. InfoK und das entsprechende Kennwort. 01, genau. Bei der Beschreibung wurde jetzt einfach die Serveradresse reinkopiert. Das ist natürlich nicht immer gewollt. Ich persönlich gehe hier mal ganz nach hinten, lösche das hier mal raus und würde hier als Beschreibung mal Kollegen reinschreiben. Kollegenadressen zum Beispiel. Genau. Haben wir uns hier irgendwo. Ah, okay. Wunderbar, damit sind die Kollegenadressen eigentlich schon importiert. Das gleiche machen wir jetzt mit den Kalenderdaten. Da gehe ich jetzt mal wieder in den Browser, ins Browserfenster rein und gehe hier auf unseren Kalender. Genau. Und auch hier gehe ich auf Einstellungen importieren. Und hier gibt es für alle Kalender letztendlich die iOS, macOS CalDAV-Adresse kopieren. Das mache ich jetzt mal. Also klicke ich hier drauf und sehe auch wieder oben rechts, dass es in die Zwischenablage kopiert wurde. Gehen wir mal wieder in die Einstellungen rein. Und diesmal gehen wir ja hier in Kalender. Genau. Und fügen da auch wieder einen Account hinzu. Genau. Und unter CalDAV-Account hinzufügen, das klicke ich hier an und mache das genau wie vorher auch, füge hier wieder die Serveradresse hinzu oder setze sie ein, besser gesagt, genau. Und gebe auch hier meine Zugangsdaten ein. So, auch hier würde ich die Beschreibung abändern. Einen Moment, da muss ich ganz am Schluss fahren. Dann lösche ich das hier mal raus. So, Schulkalender könnte ich mal, oder ja, Schule, machen wir es mal so, weil ja sämtliche Kalender hinzugefügt werden. So, dann gehe ich mal hier auf Weiter. Das hat also geklappt. Und dann kann ich das ja sichern. Und dann war es das. Dann gucken wir mal, ob das alles geklappt hat. Gehe ich mal in die Kalender-App und sehe tatsächlich, ich habe hier unter Schule habe ich meinen persönlichen Kalender importiert. Da sind eigentlich keine Daten drin. Deswegen brauche ich mir den gar nicht erst anzeigen zu lassen. Ich habe hier die Geburtstage von Kontakten in unserer Schulcloud. Da stehen natürlich nur die Geburtstage drin von den Kollegen, die ihren Geburtstag auch angegeben haben.
Und dann natürlich den Schulkalender, der ist hier gelb unterlegt. Also das hat schon mal ganz gut geklappt. Gucken wir mal in die Kontakte rein. So, Kontakte. Und da sehe ich tatsächlich auch die beiden Kollegen, die bisher ihre Adresse eingetragen haben. Das war also der Infoklaus, das bin ich. Und der Stefan Digi hat auch hier seine Kontakte eingetragen. Wunderbar, also das mit der Synchronisation hat geklappt. Man muss vielleicht dazu sagen, dass das iPad und das iPhone nicht ständig mit der Nextcloud in Kontakt stehen, sondern dass hier ja, alle 4 Stunden aktualisiert wird. Das heißt, wenn sich kurzzeitig etwas geändert hat und Sie wollen die Veränderung gleich haben, dann muss man das letztendlich von Hand machen. Dann muss man hier den Datenabgleich anstoßen. Wunderbar, das war's.